Hallo und herzlich willkommen bei LTV Aktuell am Dienstag. In Cottbus löste ein verdächtiges Paket heute Vormittag einen Polizeieinsatz aus. Direkt vor dem Haupteingang des Schulamtes hatte jemand ein kleines, etwa 10 cm großes Paket abgelegt. Um jegliche Gefahren auszuschließen, wurde der Bereich weiträumig abgesperrt und etwa 40 Personen aus dem Gebäude evakuiert. Ein Sprengstoffspürhund der Polizei zeigte an dem Paket aber nichts Gefährliches an. Nach dem fachmännischen Öffnen stellte sich heraus, dass sich in dem Karton lediglich Druckerpatronen befanden. Weitere Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei. Alle Sperrungen wurden nach dem Einsatz wieder aufgehoben. Mit Wurzeln und Flügeln geht es für die Kinder und Jugendlichen des Cottbuser Piccolo-Theaters in eine neue, aufregende Spielzeit. Im vergangenen Jahr sind aufgrund der Corona-Regelungen eine Vielzahl der Aufführungen ausgefallen oder nur eingeschränkt auf die Bühne gekommen. Deshalb freuen sich alle Beteiligten umso mehr auf die vielen geplanten Premieren und Vorstellungen im kommenden Jahr. Auch nach 30 Jahren ist es dem Piccolo das wichtigste Anliegen, dem Theaternachwuchs eine Bühne für Gefühle, Träume und Probleme und Fragen zu geben. Die Säle und Probenräume des Piccolo-Theaters sind wieder gefüllt. Das Motto der neuen Spielzeit ist bereits bekannt. Wurzeln und Flügel heißt es. Die möchte das Theater den Kindern und Jugendlichen wieder zurückgeben, da sie in der letzten Spielzeit auf viel verzichten mussten. Die Pandemie hat auch das Piccolo-Theater ausgebremst. Statt den durchschnittlichen 300 Auftritten im Jahr konnten die Schauspielerinnen und Schauspieler nur etwa 80 Vorstellungen geben. Von den jährlich etwa 30.000 Besucherinnen und Besuchern konnten etwa nur ein Drittel das Theater besuchen. Naja, es war eine Corona-Spielzeit, die hat ja faktisch nicht stattgefunden. Wir hatten ja ein bisschen rudimentär Theaterpädagogik. Wir haben am Anfang ein bisschen gespielt, am Ende ein bisschen Sommertheater gespielt. Aber es war eine Spielzeit, die man nicht gerne nochmal haben möchte. In der wir aber auch eine Menge gelernt haben über uns, über Gesellschaft, über Umgang miteinander. Und insofern gibt es natürlich auch ein paar positive Aspekte. Aber insgesamt als Theaterspielzeit gesehen, nicht so schön. Das soll sich in dieser Spielzeit ändern. Im Programmheft finden sich 8 Premieren, darunter Schau-, Puppen- und Figurenspiele. Dazu befinden sich eine Menge Stücke im Repertoire des Theaters, da im letzten Jahr nicht alle aufgeführt werden konnten. Außerdem stehen demnächst das 30. Bundestreffen Jugendclubs an Theatern und das 21. Cottbuser Puppenspielfest an. Die großen Feste sollen auch alle so stattfinden. Das Theater hat sich um Sicherheitsvorkehrungen gekümmert. In der nächsten Spielzeit steht außerdem eine große interne Neuerung an. Das Piccolo-Theater soll in eine Stiftung übergehen. Na, es geht eigentlich darum, ein Zukunftsmodell für die fürs Theater zu finden. Und bisher ist das ja getragen von einer privatrechtlichen GmbH. Und künftig wird diese Gesellschafterfunktion dann durch eine Stiftung wahrgenommen werden. Und das heißt nichts weiter, als das Piccolo-Theater wird vergesellschaftet, so könnte man es nennen. Und das finde ich sehr gut. Nach außen wird man das eigentlich gar nicht sehen, da ändert sich gar nichts dran. Das Theater spielt weiter, es hat das gleiche Personal, es gibt keine veränderten Anstellungsverträge. Es ist nur die Gesellschafterebene, die jetzt von zwei privaten Personen präsentiert wird, dann eben durch eine Stiftung wahrgenommen wird. Im letzten Jahr musste auch die Jubiläumsfeier ausfallen. Deswegen steht im Spielzeittitel auch 30 Jahre Piccolo Theater plus 1. Die richtige Feier wollen alle Beteiligten spätestens im März 2022 nachholen. 30 plus 1, wer kennt diesen Geburtstag nicht? Wir freuen uns mit dem Piccolo auf eine hoffentlich unvergessliche Feier im Frühjahr 2022. In diesem Jahr wird bundesweit die Existenz jüdischen Lebens in Deutschland gefeiert. Aber wie präsent ist eigentlich Antisemitismus heute? Dieser Frage geht Dorina Feldmann morgen Abend um 18 Uhr bei ihrem Vortrag im Stadtmuseum auf den Grund. Stattfinden wird die Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung »Das hat's bei uns nicht gegeben – Antisemitismus in der DDR«. Diese ist noch bis zum 19. September im Cottbuser Stadtmuseum zu sehen. Eine Brücke aufschlagen zwischen Lebenden und Toten und einen Raum für Trauer geben, diese Möglichkeit bietet das sogenannte Lebensbuch in der Cottbuser Propsteikirche. Trauernde Menschen können dort ihre verstorbenen Angehörigen eintragen und ihnen eine liebevolle Botschaft hinterlassen. So können die Hinterbliebenen ihrer Trauer einen Ort geben, wenn es für die geliebten Menschen keine Grabstätte gibt. Dass du sie liebst.
Sag es, dass du vergibst. Sag es, du traust dich nicht. Sag's, hab den Mut. Raus damit, denn es tut gut. Dieses Buch soll eine Brücke sein zwischen Lebenden und Verstorbenen. Trauernde Menschen können in das Lebensbuch ihre verstorbenen Angehörigen eintragen und ihnen eine kleine Botschaft aufschreiben. So können die Hinterbliebenen ihrer Trauer einen Ort geben. Also vielleicht die alte Frau, die ihren Mann im Krieg verloren hat und gar nicht weiß, wo er genau ist. Es ist gedacht für die Menschen, die auf der grünen Wiese beerdigt werden und die man am liebsten wieder ausgraben möchte und doch einen Ort für sie finden möchte. Es ist für die Mutter, die ihr Kind verloren hat und keinen Ort der Trauer hat, weil das Kind eben nicht beerdigt wurde, so wie wir diese Sternkinderandachten haben, dass man auch das Kind eintragen lassen kann hier oder einträgt in dieses Buch. Und es ist auch gedacht für Menschen, die vielleicht weit entfernt beerdigt sind und zu denen wir keinen Kontakt haben, dass man sie auch hier eintragen kann in dieses Buch und so diesem Menschen ja gedenken kann. In einem regelmäßigen Ritual öffnen die Malteser Trauerbegleiter rund um Michael Doll dieses Buch. Viermal im Jahr kann man so seiner Liebsten gedenken. Seit 10 Jahren gibt es das ehrenamtliche Angebot jetzt in Cottbus. Über 220 Namen und Erinnerungen sind hier schon eingetragen. Es ist kostenfrei und für jeden offen. Sie dürfen hierher kommen und einfach da sein, müssen auch nicht eintragen. Also können sich auch ganz still in eine Bank setzen und dem Ganzen auch einfach folgen. Also nicht, dass Sie dann die Angst haben, jetzt muss ich etwas sagen oder ich muss nach vorne treten. Sie dürfen einfach genießen und Sie dürfen Ihrem Verstorbenen gedenken. Und jedes Mal sind Seelsorger mit dabei. Auch Michael Doll steht beim Eintrag unterstützend zur Seite. Trotz seiner jahrelangen Erfahrung berührt auch ihn jede Zeremonie wieder aufs Neue. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin seit 1996 in der Hospizarbeit. Ich begleite sterbende, schwerkranke Menschen. Es werden jetzt 25 Jahre in diesem Jahr. Und man könnte sagen, wie lange kann man eigentlich sowas machen? Wann endet so etwas? Und ich bin ja nicht immer ganz dicht dran. Aber ich war auch sehr, sehr dicht dran und ich lasse mich auch sehr, sehr gern auf sterbende und trauernde Menschen ein, weil ich glaube, dass das unser Leben reicher macht. Also ich würde jedem Menschen wünschen, dass er einmal in seinem Leben einen Sterbenden begleitet. Es macht unser Leben tatsächlich reicher. An jedem zweiten Freitag im Februar, Mai, September und November kann man in das Buch eintragen. Immer in der katholischen Propstei St. Maria Friedenskönigin. In besonderen Situationen kann das Buch auch individuell geöffnet werden, um die Erinnerung an einen verstorbenen Menschen an einem sicheren Ort aufzubewahren. Bevor es zu spät ist, bevor sie nicht mehr sind oder du nicht mehr da bist, sag es. Am Freitag, den 10. September, gibt es wieder die Möglichkeit, etwas ins Lebensbuch einzutragen. Das Spremberger Spreekino möchte nicht nur für Filme bekannt sein, sondern auch für Musik. Am kommenden Freitag und Samstag feiert dort nämlich ein neues Veranstaltungsformat Premiere. Vom Foyer bis zum Parkdeck könnt ihr beim Spreekinofest viele verschiedene Musikstile erleben. Einlass ist am 10. und 11. September, jeweils ab 18 Uhr. Neben einem fliegenden Buffet gibt es zur Karte für 29 Euro auch noch ein Freigetränk. Mit etwas Glück könnt ihr bei uns 2 Freikarten für das Event gewinnen. Klickt euch dafür einfach mal auf unsere Facebook-Seite. Das war's für heute. Morgen erwartet euch eine neue Sporteinheit von Dr. Carola Wiesner in meine 5 Minuten. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss. Lassen Sie uns unsere Lausitz enkeltauglich machen. Dafür kämpfe ich um Ihr Vertrauen und Ihre beiden Stimmen für die SPD. Ihre Maja Waldstein. Musik
Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. dekra-in-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. Jetzt Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90.